Hallo zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Heute sind wir wieder da und entdecken die 7 besten Scooter auf dem Markt für weniger als 500 Euro. Aber bevor ich Ihnen mehr erzähle, erinnere ich Sie daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie die Neuigkeiten nicht verpassen. Los geht's, entdecken wir die 7 besten Elektroroller unter 500 Euro. Mit seinen 11 Kilo ist der Elektroroller leicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren und kann problemlos zu Hause, im Büro oder im Auto verstaut werden. Der Elektroscooter E-Prime 3 erreicht dank eines leistungsstarken 250 Watt Motors eine Geschwindigkeit von bis zu 29 km/h. Seine 36 Volt Lithium-Ionen-Batterie mit hoher Reichweite bringt sie mit einer einzigen Ladung bis zu 24 Kilometer weit. Der E-Prime 3 verfügt über einen luftgefüllten 8 Zoll Vorderreifen, der Unebenheiten mühelos absorbiert und eine sanftere Fahrt über unwegsames Gelände ermöglicht. Die Maschine verfügt außerdem über einen LED-Scheinwerfer, ein Rücklicht, das mit den Bremsen aktiviert wird, und reflektierende Aufkleber für eine bessere Sichtbarkeit. Außerdem verfügt er über einen Sicherheitsverriegelungspunkt, der es dem Benutzer ermöglicht, den Scooter mit seinem eigenen Schloss oder einer Fahrradkette abzuschließen. Schließlich ist der E-Prime 3 aus Aluminium in Flugzeugqualität gefertigt und verfügt über hochwertige Metalloberflächen für ein schlankes, modernes und robustes Design. Der Ninebot ES2 setzt auf Vielseitigkeit. Der Hersteller hat viele Verbesserungen gegenüber dem ersten Modell vorgenommen. Vor allem in Bezug auf die Sicherheit mit einem weniger abrupten Motorbremssystem und einem kompletten Satz von Lichtern, um bei Nacht perfekt sichtbar zu sein. Der Scooter wiegt 12,5 Kilo. Da wir uns im Durchschnitt befinden, wird es nicht unbedingt praktisch sein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Er ist groß und lang und hat den Vorteil, dass er seinem Benutzer mit großer Größe einen erheblichen Komfort bietet. Die Räder sind mit Schutzblechen ausgestattet, die Griffe am Lenker sind bequem und das System zum Zusammenklappen des Scooters für den Transport ist sehr einfach. Der kleine, runde Bildschirm am Lenker ist recht einfach gehalten und zeigt die Echtzeitgeschwindigkeit, den gewählten Fahrmodus und die Batterieanzeige an. Ein einziger Druck auf den Netzschalter aktiviert den Scheinwerfer. Durch doppeltes Drücken wird der Fahrmodus geändert. Segway gibt eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h für einen 70 kg schweren Benutzer an. Darüber geht sie auf 21 km/h herunter. Eine seiner großen Qualitäten ist seine Fähigkeit, auf allen Terrains zu fahren. Seine Räder sind solide, also fest und verlieren nicht die Luft. Es sind keine Durchschläge möglich und das Handling ist hervorragend. Die beiden Stoßdämpfer ermöglichen das Rollen auf kurvenreichen Strecken. Was die Autonomie betrifft, so muss man mit einer durchschnittlichen Kilometerzahl rechnen, die vom Gewicht des Benutzers, aber auch von der durchgeführten Strecke und dem verwendeten Modus abhängt. Schließlich liegt dem Scooter eine Applikation bei. Sie ist auch ein integraler Bestandteil der Benutzererfahrung. Über diese Anwendung konfiguriert der Benutzer seine Einstellungen. Insbesondere ermöglicht es dem Benutzer, den Scooter zu synchronisieren und eine ganze Reihe von Informationen über sein Smartphone abzurufen. Durchschnittsgeschwindigkeit, Anzahl der gefahrenen Kilometer, Batteriestatus und so weiter. Mit einer einfachen Geste ist es auch möglich, die Räder zu blockieren und damit zu sichern. Dieser kleine Preis hat 6 Zoll Räder und ein geringes Gewicht von 7,5 Kilo. Außerdem verfügt es über einen 250 Watt Motor am Hinterrad, ein einfach zu handhabendes Faltsystem und einen kleinen Ständer. Am Lenker befindet sich eine kleine LED-Anzeige, mit der Sie den Ladezustand des Akkus überprüfen können, der eine Autonomie von 12 Kilometern garantiert. Die Abbremsung erfolgt elektromagnetisch und kann durch Fußdruck auf den hinteren Kotflügel akzentuiert werden.
Dieser Scooter ist mit 8 Zoll Rädern, einem 250 Watt Motor am Vorderrad, einer LCD-Anzeige, einem höhenverstellbaren Lenker und einem Akku mit einer Reichweite von 20 Kilometern ausgestattet. Das Chassis-Modell ist generisch für alle, die aus China kommen. Tatsächlich ist dieses Modell identisch mit all jenen, die Sie unter dem Namen GoRide 80 oder MoveWay finden können. Einige Modelle variieren mit Hybrid- oder XL-Versionen, aber das Chassis bleibt exakt gleich. Auf jeden Fall erreicht der Kugo S1 25 km/h, hat aber eher einfache Stoßdämpfer. Das Armaturenbrett ist komplett und der Scheinwerfer macht es bei Nacht sichtbar. Die Vollgummireifen verhindern Pannen und machen ihnen mit seinen 11 Kilo zu einem leicht zu transportierenden Scooter. Dieser Scooter bietet ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfekt für den täglichen Gebrauch abgestimmt, verfügt ihr über einen 250 Watt Motor im Vorderrad. Es hat keine Federung, aber 8,5 Zoll Räder mit Luftschläuchen, die einen angemessenen Komfort bieten. In der Standardausführung fehlt ein LCD-Bildschirm, aber seine Bluetooth-Verbindung ermöglicht die Steuerung der Einstellungen über eine auf dem Smartphone installierte mobile Anwendung. Darüber hinaus hat es ein elegantes, schlichtes und robustes Design. Etwas, das den kleinen Geldbeutel erfreut. Dieser Scooter bietet einen 350 Watt Motor und eine Geschwindigkeit, die bis zu 35 km/h erreichen kann, abhängig von ihrem Wohnsitzland, und eine großzügige Batterie mit einer Reichweite von 25 Kilometern. Mit seinem Motor kann er auch schöne Steigungen von 12 Grad leicht erklimmen. Andererseits ist er mit 14 Kilo auf der Waage der schwerste in unserem Video. Er ist daher weniger praktisch zu transportieren, bleibt aber faltbar und leicht zu verstauen. Ein Stoßdämpfer ist vorne und hinten vorhanden und sorgt für einen hervorragenden Fahrkomfort. Ein Tempomatmodus kann durch die Stabilisierung der Geschwindigkeit für einige Sekunden aktiviert werden. Ausgestattet mit 3 Fahrmodi ist dieser Scooter ideal für Anfänger. Der Hersteller gibt eine Autonomie von 25 Kilometern an, je nach Gewicht und Strecke. Dennoch ist die Sicherheit an Bord dieser Maschine gewährleistet. Vorne ist ein LED-Licht installiert, hinten am Kotflügel ein Bremslicht und vor allem ein duales Bremssystem, das eine Magnetbremse am Vorderrad und eine physikalische Bremse am Hinterrad kombiniert. Sein leistungsstarker Motor ermöglicht es, im Sportmodus eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu erreichen. Und schließlich können Sie mit einer speziellen App Ihr Smartphone mit dem Scooter verbinden und ihn zu Ihrem Taschendashboard machen. Die App zeigt Ihnen die Geschwindigkeit, den Batteriestatus, die zurückgelegte Strecke und die Auswahl der Geschwindigkeitsmodi an. Das war's schon wieder für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, können Sie es gerne liken. Ich erinnere Sie daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie die Neuigkeiten nicht verpassen. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder für neue Hightech-Entdeckungen. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.